Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderbaren Kanal, wo wie immer nur die wunderbarsten Menschen zu sehen. Freunde, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir haben eine sehr, sehr interessante und wilde Kombination. Raff und Lucio Loco. Ich bin echt gespannt. 2CB heißt der Track. Ich kann mir nicht vorstellen, welche Richtung es geht, weil die ja doch schon gerade nach Zukunft, was ich nicht so sehr gefühlt habe, sehr verschiedene Richtungen haben. Ich freue mich aber sehr drauf. Ich bin einfach nur gespannt. Ich bin einfach nur sehr, sehr gespannt, Freunde. Ich werde euch die Zukunftsbox in die Beschreibung packen. Und ansonsten hören wir rein. Ich habe echt keine Ahnung, was ich expecten soll, weil ich mir die Richtung null vorstellen kann. Ich will ganz kurz gucken, von wem es produziert ist. Trotzdem von The Crates produziert, ja. Von The Royals and The Crates. Okay. Und Video auch von Chaho. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, Mann. Ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Wir hören rein, let's go. Ich weiß nur, ein Kollege von mir, Sally, er meinte, Bruder, du wirst fühlen. Das ist, Armani oder so, der bei Raff gesigned ist, oder? Ich glaube schon. Okay. Bis jetzt, es hört sich sentimental an ein bisschen. Bossa, bist wie Feeling. Der Pelikan fliegt, Mykonos, Miami Beach. Okay, man muss direkt sagen, Beat ist eine 1 plus mit Sternchen wieder. Ich weiß, in welche Richtung es gehen wird. Es wird diese, wie soll man sie nennen, 500 PS Richtung, sag ich jetzt einfach mal, gehen. Okay, Stimme von Raff ist natürlich krass. Also wenn du die auf einem guten, auf einer guten Anlage hörst, Bass aufdrehst, ist krass. Luciano auch im Start schon. Okay, okay, okay. In Scarface, der Pelikan fliegt. Mykonos, Miami Beach. Ein Blick auf die Stadt. Pulver reißt auf der E-Card. Luft elektrisch wie ein I8. Gestern war's hart, gestern war's hart. Put up, wie mit deiner Balkan, Chica, lass hier anredigen. Du glaubst echt, sie ist Karibin. Okay, ich bin aber ganz ehrlich, man versteht echt nicht so viel, oder? Es kann nicht an mir liegen, aber ich verstehe gerade bei Raff echt sehr wenig. Top, wie mit deiner Balkan, Chica, lass hier anredigen. Du glaubst echt, sie ist Karibin. Aber schon krass, Bruder, wie sie twerk. Top. Nur kleine Bastard, Kinder machen krass auf Insta, aber was da hinter? Keiner von ihnen macht was. Reicht deine Schelle und dann war's das. Was ab, gib Beats ab, ganz viel 5 aus in der Fiegab. Okay, ich bin ganz ehrlich, glaube ich, für den Part von Raff nicht so sehr, weil es sehr unverständlich ist. Und ich es bei Raff immer nice finde, wenn man quasi mitrappen kann oder wenn man. Keine Ahnung, weil er hat so eine unfassbar schöne Stimme, so eine Stimmfarbe liebe ich auch hier gerade, weil sie so heftig basshaltig ist. Und wenn man die auf einer dicken Anlage hört, ist es einfach immer so ein besonderes Feeling, so, kind of. Aber ich fühle es halt nicht so, wenn es so unverständlich ist, wenn man so wenig verstehen kann irgendwie. Schon krass, Bruder, wie sie twerk. Top. Nur kleine Bastard, Kinder machen krass auf Insta, aber was dahinter? Keiner von ihnen macht was. Reicht deine Schelle und dann war's das. Was ab, gib Beats ab. Ganz viel 5 aus in der Fiegab. Okay, das ist geil. Okay, das ist nice, das ist nice. Okay, die Hook fühle ich. Ich bin noch nicht 100% warm mit dem Beat geworden. Ich hoffe, da passiert gleich noch ein bisschen mehr. Das ist ein bisschen, das ist gerade so in diesem Ding. Es muss aber noch ein bisschen, ich will da noch ein bisschen mehr. Keine Ahnung, ich hoffe, dass der Beat noch mal ein bisschen aufgedreht wird. Aber gerade, wo Luciano reingekommen ist, er hat eine sehr angenehme, weiche Stimme irgendwie. Okay. Ey, ich sag's, dieser Dude sieht da maximal weird aus, oder? Bin ich der Einzige, der findet, dass dieser Dude maximal komisch aussieht? Mit den gefärbten Haaren und den gefärbten Bart? Okay, doch, aber die Hook ist schon nice. Ich hätte es halt echt noch ein bisschen schneller mir gewünscht, irgendwie. Ich hätte es mir ein bisschen schneller gewünscht. Okay, ich bin auf Lucianos Part gespannt. Okay, es ist ungewohnt, Luciano auf so einem Party-Beat zu hören irgendwie, aber irgendwie nice auch. Also ich muss auch so sagen, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich Luciano auch einfach lieber höre als Raff. Aber es ist irgendwie ungewohnt nice. Okay,
Okay, das ist nice, wie Raf so die Bewegung zu den Adlibs von Luciano macht. Du bist fort und nicht mehr da, so viele Ladies international. Gib mir mehr 90-40 Tons Glas. Okay. Okay, das ist nice. Das ist so der Sommertrack, den wir vor anderthalb Monaten gebraucht hätten quasi. Jetzt Regen. Ich guck raus, Regen. Ich sehe da Sommer, Sonne, Mykonos. Ich guck raus, Regen, Hamburg. Jetzt halt Beatpause. Geil. Flieg in den Tag und vergess, wo ich bin. Denn wir sind heute groß, Familie ist bläst. Wir flexen auf Booten, Remover voll Cash. Ich hätte nicht gedacht, dass noch so ein Luciano-Part kommt. Ich hätte echt gedacht, dass das alles ein bisschen softer wird und wir nicht den gewohnten Luciano haben. Finde ich aber gut. Ich bin da selber, hier bin ich ich selbst. Leb meine Träume und flieg durch die Welt. Bass ab, die Pizza ab. Ganz viel 5 aus in der Vita. Da hört sich auf geil an. London, Nizza. Zum Dinner 10 Girls und Bottega. Pussy für die Bitch-Gas. Warum ist denn die Arsch nicht wie auf Insta? Dreh Video im Pool, so wie Kinka. Immer keine Ballpool, denn ich flieg nach. Bass ab, die Pizza ab. Ganz viel 5 aus in der Vita. Ich find's nice, wie sie sich hier in der Hooge abwechseln dann. Aber ich bin ehrlich, ich fand den Part von Raf nicht so nice irgendwie. Aber auch, weil ich dieses... Ich weiß nicht, was es war. Es war teilweise unverständlich irgendwie und ich hab's nicht so sehr gefühlt, keine Ahnung. Aber ich hätte mir im Beat auch noch mal ein bisschen mehr Spice gewünscht an manchen Stellen. Aber all in all ist das auch Meckern auf hohem Niveau jetzt so. Wir haben hier eine geile Kombination, wir haben hier eine extrem nice Hook. Wir haben immer noch einen sehr stabilen Beat. Ich fand Lucianos Part sehr, sehr angenehm. Ich find's auch eine coole Kombination und auch nice, so wenn Luciano und der Hook so ein bisschen softer sich anhört. Nizza, zum Dinner 10 Girls und Bottega. Ja. Pussy, für die Bitch-Gas. Warum ist denn die Arsch nicht wie auf Insta? Bruder, das ist das Ekelhafteste, was du machen kannst. Nein! Das ist das Ekelhafteste, was ich mir nur irgendwie vorstellen kann. Wer kommt auf so eine Idee? Och, Bruder, holy shit. Ich stell's mir so eklig gerade vor. Also, es geht obviously gerade darum, dass man Geld nicht im Mund nehmen sollte. Ich find's schon kritisch, so Geldscheine anzufassen und sich danach nicht die Hände zu waschen. Eine Million Menschen, legit eine Million Menschen hatten diesen Geldschein, den du gerade angefasst hast, schon in der Hand. Millionen Menschen. Und ich habe mal irgendwo in der Statistik gesehen, wie viele Menschen sich, nachdem sie auf Klo waren, nicht die Hände waschen. Die Statistik ist erschreckend hoch. Oh, ich will mir das gar nicht vorstellen, Bro. Und sie nimmt die einfach im Mund, die 50er. Einfach im Mund. Oh mein Gott, Digga. Dann mach doch zumindest mit, keine Ahnung, 200 dann. Immer noch, meine Opinion, 200-Euro-Scheine sind die schönsten Scheine, die es gibt. Es gibt keinen schöneren Geldschein. 200 Euro sehen so clean und so nice und so siehst du am seltensten gefühlt. Die sehen so geil aus. Erstmal runterkommen beim Schock und nochmal die Hook bitte. Ey, jetzt bitte mach nicht diesen Engelsgesang die ganze Zeit. Ich brauch nochmal die Hook. Wenn jetzt nur dieser scheiß Engelsgesang kommt, bin ich enttäuscht. Es kommt nur noch dieser Engelsgesang. Da will mich jemand ein bisschen aggressiv machen. Ich mag sowas gar nicht, so ganz hohe Sachen. Auch dieser Young, Kaffer und Küchig oder so. Kann ich mir gar nicht geben, leider. Gar nicht, mein Ding. Deswegen fühle ich auch bei Apache die Kopfstimme aktuell nicht. Luciano, so ein schöner Mann mit diesem Bärtchen. Mit diesem schön gestutzten Bärtchen. Okay, aber all in all können wir uns da, glaube ich, einig sein. Der Song kommt anderthalb Monate zu spät ungefähr, wobei wir quasi so oder so keinen richtigen Sommer hatten. Aber eine geile Kombination. Eine geile Kombination, Mann. Raf und Luciano zusammen. Hook, sehr, sehr nice, gefällt mir sehr gut. Gerade der Switch von Raf zu Luciano, immer im Switch so, mit der sehr tiefen Stimme von Raf und der etwas höheren Stimme von Luciano in diesem Fall. Fand ich sehr angenehm. Beat ist sehr, sehr gut. Ich hätte mir hier und da ein bisschen mehr Spice gewünscht, dass es ein bisschen härter noch kickt, der Bass vielleicht ein bisschen aufgedreht wird. Rafs Part am Anfang fand ich nicht ganz so nice. Aber all in all, ein guter Sommertrack, Mann. Ein guter Sommertrack, hier und da nicht ganz mein Geschmack getroffen. Aber ja, all in all, not bad. Not bad. Geht aber besser. Ich habe auch ein bisschen was Krasseres erwartet. Ich sag's, wie es ist. Hab's am Ende die letzten 30 Sekunden habe ich halt auch nicht gefühlt.
Aber all in all guter Song. Guter Song und einfach, weil Luciano hier wieder mit seinem Oberlippenbärtchen am Strahlen ist. Allein deswegen schon. Freunde, ey, sagt mal eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir beide, du und ich, uns bei einem weiteren wunderbaren Video bei Trash. So sehen wir natürlich und ciao.